Denn am Plastikdeckel, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann. Um die Müllmengen, die ins Meer und die Natur gelangen, zu verringern, sind seit dem 3. Juli lose Verschlusskappen bei bestimmten Getränken verboten. Die Vorgabe sorgt mitunter für Spott und Kopfschütteln und wurde schon in diversen Comedy-Formaten auf die Schippe genommen. Auch das deutsche Schauspiel- und Comedy-Urgestein Mike Krüger hat sich daran abgearbeitet und ein Lied zu den neuen fest angeklebten Deckeln geschrieben. Doch jetzt hat sich was Entscheidendes getan, denn an Plastikdeckeln, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann. Zwischen Flaschenhals und Deckel wird ein Nippel angebracht. Wer hat sich diesen Schwachsinn ausgedacht? Auf Bierflaschen sind Korken, auf Wein ein Schraubverschluss, die gehen andauernd verloren. Also, was soll der Stuss? Nur der Trink aus Plastikflaschen, der wird einem vermiest, weil man statt ins Glas jetzt in den Deckel gießt. Denn an Plastikdeckeln, da ist jetzt ein Nippel dran, damit die Deckel keiner mehr verlieren kann. Weiter beklagt sich Krüger darüber, dass er sich nun halbe Flaschen Cola auf die Jacke kippt. Er fragt sich, ob er zu doof zum Trinken oder sein Mund zu klein sei. Auch Experten sind skeptisch, was die neue Vorgabe angeht. Verpackungsfachmann Markus Prehm hat die verbindliche Vorgabe fest angebundener Flaschendeckel als nicht zwingend und nicht logisch kritisiert. Zitat: Bringt das wirklich etwas für den Planeten oder selbst für Europa? Und da ist meine klare Antwort: Nein, sagte er der deutschen Presseagentur. Denn der Anteil von Europa und Amerika an den Kunststoffen, die ins Meer gespült werden, sei gering. Der Bundesverband des deutschen Getränkefachgroßhandels teilte der dpa auf Anfrage mit, dass Anlagen um- oder neu gebaut werden mussten. Zitat: Wir gehen von Beträgen im Millionenbereich aus, hieß es.